Am Anfang dachte ich, oh, jetzt geht es mir total gut. Jetzt habe ich was gefunden, das muss es sein. Und dann, nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten, ging das Ganze aber wieder zurück und mir ging es wieder schlecht. Hi Leute, heute geht es um ein Thema, das besonders wichtig ist. Vielleicht kennst du das ja. Zum Beispiel hast du die Ernährung umgestellt, du hast gefastet, du hast zum Beispiel eine Zeit lang nur Früchte gegessen, du hast eine Zeit lang nur Rohkost gegessen, ein paar Wochen und du hast dich blendend gefühlt. So, du hast dich perfekt gefühlt, dir ging es total gut, du hattest wieder diesen Elan, du hattest wieder die Fitness, deine Gedanken waren klarer und dir ging es wieder besser. Und dieses Problem ist mir eben total häufig begegnet. Ja, bei mir war es selber auch so. Am Anfang dachte ich, oh, jetzt geht es mir total gut. Jetzt habe ich was gefunden, das muss es sein. Und dann, nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten, ging das Ganze aber wieder zurück und mir ging es wieder schlecht. Beziehungsweise, es kamen auch wieder dann schlechte Phasen. Tja, da war ich mir nicht so bewusst, was da passiert ist, wie ich das Ganze stabilisieren kann und was das eigentlich bedeutet. Weil es ist ein Unterschied, es ist ein Riesenunterschied. Und das ist mir nämlich häufig schwer gefallen, wie kann ich das am besten erklären. Aber jetzt bin ich da irgendwie drauf gekommen, okay, mit welcher Frage man das Ganze mal angehen kann. Weil häufig denkt man, okay, ja, ich war schon mal in diesen guten Zuständen, ich habe es da ja auch hingeschafft. Ja, aber es geht nicht darum, einmal kurz einen guten Zustand zu haben, einmal kurz über ein paar Wochen, über ein paar Tage, vielleicht auch ein, zwei Monate oder ein bisschen länger, mal ein halbes Jahr, sich super gut zu fühlen oder ein Jahr. Und da sind meistens eben dann auch schon immer wieder schlechtere Phasen dabei, sondern wirklich dauerhaft. Und das ist der Unterschied. Das eine Mal fühlt man sich nur besser, weil das, was man gerade macht, zum Beispiel mit der Ernährung, dadurch ist der Körper entlastet. Man fühlt sich besser. Der ganze Kreislauf, alles ist, funktioniert besser. Aber das Energielevel ist einfach noch niedriger. Also dein Körper hat noch gar nicht so viele Energiereserven gespeichert, dass er irgendwelche alten Sachen lösen könnte. Und das ist das eigentliche Thema. All diese Gefühle, all diese Verletztheiten, die Emotionen, Selbstzweifel, Ängste und all solche Themen, die man sonst verdrängt hat, die man sonst nicht wahrhaben wollte, die kommen dann langsam wieder hervor, wenn dieses Energielevel mal höher gestiegen ist, wenn man mal wieder eine Zeit lang erst sich gut ernährt hat, Sport gemacht hat, sich mehr bewegt hat, wieder fitter ist, vitaler ist, lebendiger und voller, ja, Lebensfreude, voller Energie und die Augen wieder strahlen, so dieses Leuchten in den Augen wieder da ist. So, da sammelt der Körper wieder Energie an. Aber am Anfang, das ist das, wo viele unterschätzen und denken, ihr Problem ist schon gelöst, weil sie springen am Anfang mal kurz in eine vegane Ernährung, in eine pflanzliche Ernährung, machen das mal ein, zwei Jahre und dann geht es zum Beispiel in eine vitalere, rohköstlichere Ernährung, ja, in eine wirklich lebendige Nahrung, ja, die noch mehr Vitalität bringt, die wirklich dein Schlafpensum wirklich senkt auf Dauer dann, wenn nicht diese Entgiftungsphasen sind oder Reinigungsphasen, ja. Aber man denkt dann eben, okay, es ist damit getan mit dieser ersten kurzen Phase, wo es dir besser geht. Aber nee, dein Körper, wie gesagt, er ist dadurch nur besser im Fluss. Aber diese ganzen alten Sachen sind noch eingelagert. Und wenn er jetzt mal in eine Reparatur geht, wirklich diesen Körper in einen anderen Zustand bringt, dann muss man lernen, wirklich die alten Sachen zu verarbeiten, die man zum Beispiel in der Vergangenheit nicht verarbeiten konnte. Und häufig weiß man noch gar nicht, was da lauert. Das ist wie so eine Fassade, wo man nie drunter schauen wollte. Aber wenn man sich dann doch mal traut,
sie aufzumachen. Dazu habe ich ein anderes Video gemacht. Diese zwei Optionen heißt das Video. Das verlinke ich auch in der Infobox, beziehungsweise unter oder neben dem Video. Kannst du dir unbedingt dazu anschauen. Aber hier geht es jetzt wirklich darum, diese kurze Phase, wo es gut geht, das ist wirklich nur, weil du in der Zeit zwar auf einem besseren Level bist, aber der Körper sammelt die Energie an, um erstmal die alten Sachen rauszutun, rauszuhauen, aus dem Haus, aus den Zellen. Und wenn dein Körper wieder Energie hat genug, dann kommen diese alten Emotionen raus. Dann fühlst du dich wieder schlecht nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten. Und dann fragst du dich, und es ist super schade dann zu sehen, dann fragen sich wirklich viele, ich habe mich phasenweise auch eben immer wieder gefragt, ist es irgendwie noch normal? Ich habe mich doch anfangs besser gefühlt. Und dann weiß man nicht, warum das passiert. Und der große Unterschied ist, wenn man dann denkt, ah, okay, ich kann das alles jetzt irgendwie alleine und ich komme da jetzt schnell durch, aber man hat noch nicht die Erfahrung, dann ist es häufig so, dass man einem das nicht bewusst ist. Da kann man sich wirklich dann mal diese Frage stellen. Wie dauerhaft hast du dich mal glücklich gefühlt? Weil am Ende dieses kurz glücklich fühlen oder mal ein paar Wochen, ein paar Monate, das schafft man immer. Das bekommt man immer hin. Aber der Knackpunkt ist, dass es stetig, Schritt für Schritt, systematisch immer mehr bergauf geht, du dich immer mehr stabilisierst und nicht immer wieder runterfällst. Vorher ist es wie dieses Trampolinspringen. Du springst mal nach oben, hier ist die Mauer und schaust rüber ins Paradies. Siehst kurz das Paradies immer und dann jup, fällst du wieder runter. Siehst kurz das Paradies, fällst wieder runter. Und der Trick ist eigentlich, den ganzen Weg wirklich systematisch Schritt für Schritt zu gehen, dass du wirklich Schritt für Schritt immer mehr Stabilität aufbaust, Schritt für Schritt wirklich die Ernährung umstellst und dann wirklich gezielt davor gehst, lernst wirklich das Körpergefühl zu entwickeln und deine Emotionen zu verarbeiten. Das ist ein wirklich unglaublich wichtiger Punkt und den vernachlässigen die meisten dabei. Das ist auch das, was bei diesem Reinigungsprozess dann, beim Reinigungsweg passiert. Es geht wirklich darum, das Körpergefühl zu entwickeln, Emotionen zu verarbeiten und psychisch da wirklich die richtige Einstellung aufzubauen. Nicht irgendwelche Blockaden aufzubauen, nicht irgendwelche Labels sich in den Kopf zu setzen mit Rohkost, mit sonst was, egal in welchem Bereich, sei es eben Ernährung, sei es irgendwas anderes, sich dann mit irgendwas zu identifizieren, du bist Vegetarier, du bist sonst was, völlig egal. Nicht diese Mindset-Blockaden aufbauen, sondern einfach Schritt für Schritt eben zu lernen, die Emotionen zu verarbeiten und das Körpergefühl aufzubauen. Und dann ist die eigentliche Frage, wie gesagt, die du stellen solltest, wie lange hast du das schon mal dauerhaft hinbekommen? Und das ist wirklich nochmal ein Unterschied. Vielen ist nicht bewusst, und ich kann das gut verstehen, mir war auch am Anfang nicht bewusst, wie tiefgreifend dieser Reinigungsprozess ist, wenn man die Ernährung umstellt, wenn man langsam diesen Weg geht, sein Mindset ändert, seine Einstellung ändert, langsam ein höheres Bewusstsein aufbaut dadurch, was dazu eigentlich notwendig ist. Wie tiefgreifend das Ganze ist, zum Beispiel auch all die Erinnerungen, die du hast. Normalerweise sollte man sich an sein ganzes Leben erinnern und da gehe ich von null an. Wenn man sich an einen Teil nicht erinnert, dann ist es, weil es verdrängt ist, beziehungsweise man es damals nicht verarbeiten konnte, dann lässt man es erstmal beiseite. Sobald man in einen besseren Zustand kommt, das Energielevel hochgeht, dann tauchen diese Themen plötzlich immer wieder auf, die man eigentlich gar nicht auf dem Schirm hatte. Und das ist der eigentliche Punkt. Und das ist super schade zu sehen, weil ich es immer wieder auch in Gesprächen mitbekommen habe, weil dann gerade dieses Schwanken von der einen Ernährung zum anderen, weil man sich dann wieder unsicher ist, weil man es wieder nur so einen kurzen Zeitraum hatte, beziehungsweise sich dann auch ein schlechtes Gewissen macht selbst, dass man denkt, oh okay,
ich konnte es jetzt wieder nicht durchziehen und ich wollte doch eigentlich nur roh essen, ich wollte doch eigentlich mich gesund ernähren, ich wollte doch eigentlich kein Salz mehr essen oder dies oder jenes nicht mehr essen. Und wenn man da nicht weiß, was da körperlich abläuft, diese Prozesse dahinter nicht kennt, nicht weiß, wie man da systematisch vorgeht, wie man die emotionale Stabilität aufbaut, wie man die Stabilität in der Psyche aufbaut, wie man das Körpergefühl entwickelt, dann kommt man da eben dauerhaft nicht voran. Und das ist der Punkt, weil dieses kurz, phasenweise ist kein Problem, wirst du sicher schon gemerkt haben. Das bekommt jeder hin. Aber dann wirklich da weiterzugehen, Schritt für Schritt diesen Prozess zu stabilisieren. Und da kann man sich einiges ersparen, wenn man da wirklich mal genau schaut. Und da braucht man wirklich auch einiges an Erfahrung, weil es sehr differenziert und individuell ist. Und wenn man nicht weiß, was mit der Entgiftung genau da passiert, wie man da Schritt für Schritt vorgeht, um diese Heißhungerattacken, um die Gelüste zu vermeiden, dass man abends irgendwie noch am Suchen ist und denkt, ich bin noch nicht so ganz befriedigt, das war es irgendwie noch nicht, ich muss irgendwas noch in mich reinstopfen. Nee, dass man immer mehr diese Stabilität da aufbaut, dass man immer mehr auf das Körpergefühl hören kann, dass man nicht mehr abhängig ist vom Essen, dass man ganz in Ruhe durch den Alltag gehen kann, dass man wirklich von dieser Unsicherheit beim Essen, ja, eine Orientierung immer mehr bekommt. Das ist der wichtige Punkt, dass man da wirklich einen Plan hat, warum die Sachen so passieren. Wie gesagt, sich dann kein schlechtes Gewissen macht, sondern schaut, ah, okay, wie kann ich das gezielt steuern, wie kann ich da gezielt vorgehen und dann eben wirklich gezielt auch lernt, die Emotionen zu verarbeiten und die alten Gefühle, die da auftauchen. Also, um es nochmal zusammenzufassen, frag dich mal wirklich, auch wenn du jetzt hier reingesprungen bist, zum Beispiel in eine gesündere Ernährung, sehr extrem, dass du zum Beispiel gesagt hast, okay, nur noch roh, 90, 100% oder komplett eine pflanzliche Ernährung von Industriekost und wenn du vielleicht schon älter auch bist, dann dich wirklich mal zu fragen, okay, wie dauerhaft war das Ganze? Wie habe ich mich am Anfang gefühlt? Wie ist es jetzt? Wie stabil bin ich in dem ganzen Prozess? Weil es muss nicht sein, dass man so mitgenommen ist von dem Ganzen. Man kann da immer mehr in diese Vogelperspektive gehen, wie zum Beispiel bei dem Stau, Vergleich, den ich sehr oft bringe, aber es ist unglaublich wichtig, um sich das wirklich zu verdeutlichen. Wenn du in einem Stau stehst, denkst, oh, an der Ampel da vorne, es geht nicht voran, was ist da los, fahr zu. Und dann stell dir mal vor, du gehst schön zum Flughafen nachts und dann gehst du mit deinem Flieger nach oben, dann siehst du so diese blinkenden Lichter. Ganz gemütlich von oben und denkst, ach, ist ja ganz nett. Und wenn du in diese Perspektive jeden Moment in deinem Alltag kommst, dass du einerseits völlig, völlig involviert, völlig intensiv in dieser Situation drin bist, aber du hast einen gewissen Abstand, du hast nicht diese Anhaftung daran. Du kannst es einfach mal passieren lassen, solche Sachen aufzuarbeiten. Du bist vielmehr der Beobachter. Du lässt dich nicht von deinen Gedanken mitnehmen, so sehr, sondern du kannst die Gedanken einfach beobachten, kannst sagen, ah, ist ja interessant, dass ich schon wieder denke, dass ich ein schlechter Mensch bin, weil ich das wieder nicht durchgezogen habe, weil ich es wieder nicht geschafft habe. Nee, es muss nicht sein. Und ja, deshalb diese Frage, schau mal wirklich, wie gelingt es dir, diese Stabilität aufzubauen? Und wenn du da eben noch keinen Weg für dich gefunden hast, wenn du noch nicht weißt, wie du da mit der Ernährung vorgehen sollst, wie du da auch mit diesen ganzen anderen unterstützenden Reinigungsmöglichkeiten, Detox-Methoden umgehen sollst, Einläufe, Sauna, Schwitzen, wann du wie was anwendest, wie was genau funktioniert, wie du es auch systematisch anwendest, wie du mit der Ernährung dann spielen kannst und dadurch auch die Emotionen, die da die alten rauskommen, wirklich gezielt steuern kannst. Wenn du da nicht weißt, wie du das wirklich genau umsetzen kannst, da Unsicherheit hast, wie gesagt, und da wirklich eine Orientierung möchtest, dann lass uns da auch gerne mal sprechen
Unten drunter ist ein Link, dort kannst du dich für ein kostenloses Strategiegespräch eintragen und dort schauen wir wirklich mal, wie wir das gemeinsam lösen können, gegebenenfalls in der Zusammenarbeit eben. Und wo du da eben jetzt stehst, wo du hin möchtest, was du für einen Gesundheitszustand erreichen möchtest. Häufig hast du mir, wie gesagt, schon phasenweise erreicht. Aber der Punkt ist halt, es ist nicht dauerhaft. Es ist nicht wirklich stabil und es ist nur eine Phase, weil das Energielevel eben so niedrig ist. In der Phase, bis der Körper die Energie angesammelt hat und dann kommen diese alten Sachen raus. So, also wenn du lernen willst, die alten Sachen zu verarbeiten, gezielt zu wissen, wie du die hervorholen kannst, wie du den Prozess verlangsamen kannst, beschleunigen kannst, wie du möchtest, dann melde dich, wie gesagt, gerne. Link ist neben dem Video und wir schauen uns deine Situation genauer an. Und schauen dann eben, ob wir da wirklich jetzt eine Lösung auch für dich finden und wir dir da wirklich gegebenenfalls helfen können, da wirklich dauerhaft, das ist der Punkt, dieses Level zu halten und in so einen Zustand zu kommen, dass du wirklich fitter wieder bist, wacher, vitaler, rausgehen kannst in die Welt, in die Natur wieder entdecken kannst und wirklich, ja, den Herzensprojekten auch nachzugehen, die du wirklich umsetzen möchtest hier. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich jedem. Und ja, deshalb melde dich sehr gerne, wenn das der Fall bei dir ist. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag heute und mach's gut. Ciao.